So, und dafür brauchen wir die Dingens, wie heißt es denn? Den Steinmetz. Ich weiß nicht, hier drin haben wir den nicht mehr, ne? Nee, hier haben wir nur noch den Krempel. Das kann ich eigentlich auch mal alles rausholen, auch den hier. Ne? Nee, den nehme ich mit. Ja, den nehme ich mit. Und dann mache ich da ein Energieschild drüber. So geht's natürlich auch. Ich schmeiß mal das hier hin. Das hier, das hier. Das lädt dann den Energieschild auf. Das hier ist unser Notholz. Das brauchen wir gleich für den zweiten Asquin. Dann brauche ich doch kein Steindingens, ne? Nee. Weil was anderes kann ich ja nicht. Doch, 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 doch. Es könnte ein Lava-Blob zum Beispiel reinjumpen und sich explodieren lassen. Und dann haben wir den Salat. Also nehme ich mal nochmal zwei Eisen mit. Nochmal 20 Holz. Da sind wir überladen, ne? 20 Holz wiegen mehr als 20, oder? Ja. Pack ich 10 Holz wieder rein. Da sind wir auch nicht mehr überladen. Sehr gut. Und es fehlt allerdings, es fehlen noch 4 Steine. Ah ja, na klar, das sind so Baumaterial für die Steine. Dann nehme ich mal so. Shit. Ja, ich muss mehrfach laufen. Komm. Ich laufe jetzt mehrfach. Ich gehe jetzt mal hin. Baue den Energieschild-Ding jetzt. Obwohl, warte mal. Wir können es auch andersrum machen. Das war der hier, ne? Notausschnitt 2. Ich schmeiß mal das Eisen davor. Okay, und Kupfer und Holz. Und dann nehme ich mir ein bisschen mehr von dem Wut mit. Also Stein mit, meine ich. Weil das brauchen wir ja ebenfalls. Wir brauchen 4 Steine. Und ich würde einfach die normalen Steinplatten bauen. Könnten natürlich auch die aus Marmor bauen, aus egal welchem, aber ich glaube, das ist eigentlich völlig irrelevant. Kommt, glaube ich, aufs Gleiche bei raus. Hauptsache, es ist mit etwas nicht Brennbarem versiegelt. Also hindurch. So, und ich habe auch. Oh. Noch nicht rausgehen. Erst warten, bis die Regenanimation weg ist. Jetzt. Und ich habe da oben auch eine Workbench hingebaut, damit das Zeug, was da lag, nicht despawnt. Und dann fiel mir auf, ich glaube, es wäre sowieso nicht despawned, wenn wir in der Nähe sind, ne? Ich glaube, wir müssen weiter weg sein, damit etwas despawnt. Keine Ahnung. Ah ja, na klar, die Harpune. Die brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Kann ich hier. Nee, Herstellung nicht verschieden, das müsste sein. Da. Den baue ich einfach so. So. Ach ja. Gut. Dann. Halt nicht. Oh Mann. So, ich baue das Ding einfach mal hier hin, oder? Das sollte ja bis dahin reichen, ne? Jo. Rein damit. Dann nochmal Runder. Das hernehmen. Oh, hier liegt 10 Kohle. Ach, weil ich hier eine Workbench hatte, die kaputt gegangen ist wahrscheinlich. Dann Herstellung. Und mache ich hier mal ein Steinmetz hin. So. Und dann gehen wir mal hoch. Und bauen da eine dicke Platte drauf. Aber vorher sollten wir eigentlich noch einen Aspen reinmachen, ne? Noch einen zweiten. Aber halt einer ohne Sterne. Einfach einen ganz normalen. Den muss ich eben noch fangen. Stimmt, da brauchen wir die Harpune nämlich doch noch. Weil ein Aspen alleine vermehrt sich ja nicht asexuell. Das bedeutet also, wir brauchen einen zweiten. Ach, Süßi. Na, freut mich, dass wir endlich einen haben. Oh, das auch direkt in der ersten Aufnahme, das direkt, also in der ersten Nacht direkt funktioniert, das freut mich auch so ordentlich. So, Asquins. Nur einen einzigen. Wer will der Auserwählte sein? Na, kommt schon. Ansonsten kommt ihr immer gleich zuhauf, weißt du? Und du jetzt mal schön die Klappe. Shit, hat sie getroffen. Na gut. Ich gehe mal hier hinten so hin. Keine Ahnung. Ja, wo wir den zweiten Asquin herkriegen, ist er jetzt völlig Wayne. Ich könnte mir die Ausdauernahrung ballern. Nee, doch nicht. Schade, gut. Da sind noch Pilze, ne? Ja, den einen Pilz, dann nehme ich noch mit. Why not? Fressen die übrigens auch. Das ist gut zu wissen. Ah, ein Zwerg, beziehungsweise Zwergin. Eine Zwergin. Gut. Ja, ich hau mal ab. Viel Spaß mit den ganzen Feinden.
Ich laufe mal zurück. Hier so lang. Und hoffe, dass hier irgendwo Askwinds spawnen. Tun sie aber nicht. Schade. Gut. Irgendwas wird die ganze Zeit getroffen. Ich glaube, das sind Feuerdinger, ne? Also diese Feuerfunken vom Himmel, glaube ich. So. Ja, so können wir machen. Tschüss. Sehr gut. Ja, und ein Askwin? Irgendein? Ich gehe mal hier oben auf den Felsen. Keine Ahnung. Mal schauen. Ich könnte auch theoretisch... Oh, wir sind gar nicht gut ausgeruht. Nee. Dann hau ich mal ab hier, oder? Ja. Ja, nee. Weil wenn wir gleich einen Askwin haben, dann haben wir ja richtig die Probleme. Ich will da natürlich entsprechend gut vorbereitet sein. Und ich habe ja allein schon Probleme, hier hoch zu jumpen, wenn wir nicht gut ausgeruht sind. Deswegen kurz zurück. Und wir müssen uns hier nicht lange gut ausruhen. Reicht eigentlich, wenn wir das im Portalraum machen. Hauptsache gut ausgeruht. Buff. Setzen wir uns einfach wieder hier an die Sonnenuhr, ne? Und genießen das wunderschöne Wetter. Schön grau in grau. Wunderbar. Und Regen natürlich auch. Grau und nass. Genau das, was ein Mensch sich doch wünscht, oder? Bestes Wetter. Na okay, tatsächlich. Wenn man drinnen sitzt, mit dem Kamin, dann ist das geiles Wetter, ehrlich gesagt. Okay, ja, zurück. So, und vielleicht ist jetzt hier auch ein bisschen was resettet worden. Mal schauen. Sind hier irgendwo Askwinis? Askwinchen? So, der ist doch ja noch drin, ne? Gut. Hat mich jetzt auch gewundert. Hier hinten hätten wir noch ein paar Pilze. Oh, Energieschild. Hui, das war knapp. Ha, nicht getroffen, sehr gut. Huch, was ist denn hier eingebrochen? Keine Ahnung. Ach, wahrscheinlich, weil er was gerade zerstört hatte. Ja. Und einer seiner Pfeile hat bestimmt hier was getroffen. So, kann hier mal irgendwo ein Askwin spawnen? Irgendeiner. Völlig egal. Komm schon. Oh, und das hier sieht aus, als ob hier irgendwo ein Nest wäre. War es auch, und das haben wir schon geklärt. Kann das sein? Ich will hier trotzdem mal kurz ein bisschen weiter rein. Nö. Nischt. Gut, ja, ich laufe einfach mal wieder zurück, denn das Spawnverhalten ist ja doch tatsächlich nicht ortsgebunden, wie ich immer dachte, dass es fest definierte Spawnpunkte gibt, sondern es passiert einfach immer in unserer Nähe. Das ist tatsächlich sehr gut zu wissen. Das weiß ich nur, seitdem ich das eine Mal das recherchiert hatte. Ah, wir können Ausdauerfood essen, dann mache ich das, damit der Balken größer ist. Oh, da gehe ich mal nicht hin. Ich gehe mal lieber hier so hin. Ich weiß aber nicht, ob es auch eine Maximalanzahl an Feinden gibt. Und dann müssen erst wieder welche sterben. Schrägstrich despawnen, bevor neue spawnen. Ich weiß es nicht. Ich laufe mal hier hinten hin. Oh, da ist noch ein Morgen. Dann wollen wir den eben plätten. Weil sonst schnüren die mir ja überall die Wege ein. Hier, komm her. Ah, also sowieso gesehen. Gut. Dann mache ich mal hier ein paar Wurzeln. So, hier hin. Und dann kommst du mal her. Bam! Schön einer auf der Mütze. Sehr gut. Oh nein, es steht da genau drin. Nein! Komm schon! Gut. Und noch eine. Und hier rein. Ja, ich darf nicht zu dicht dran sein. Das hatten wir schon mal festgestellt. Sonst macht er seine Rolle. Und dann treffen meine Wurzeln ihn nicht. So. So, sehr gut. Und das hat dann damit zu so einer Fleischwolke zerplatzt. Oh Mann, Alter, was soll denn das? Haben sie sich eine Animation gespart? So, Lavaklumpen, ja? Gut. Hören wir hier auch so rum zu Lavaklumpieren. Ich glaube, es hackt.
Und bam! So, dein Loot hätte ich trotzdem gern. Nicht. Da ist mir zu viel Müll drin. So, und dich bringe ich auch mal um. Damit hier mal ein paar mehr Feinde spawnen. Boah, da bin ich fast in die Lava gerannt. Das ist ja dreist hier. Richtig gemein. Gut. So, tschüss. Und ich guck mal nach Asquins. Ich sehe aber nichts. Der da hat auch Attention. Mach ich den mal platt. Huch. Oh, verdammt. Genau den Stein getroffen. So, jetzt aber. Und ich habe hier noch einen Schreien hören. War das nicht einer von diesen Zuckenden? Nee, ne? Kein Plan. Gut. Dann, weiß ich nicht. Ich gehe nochmal nach da hinten und wieder zurück. In der Hoffnung, dass hier ein Asquith spawnt. Weil der muss da ja auch rein. Energieschild. In 5 Sekunden. Hab ich da noch was gesehen? Nee. So. Und weiter geht's. Ich könnte theoretisch da auch clearen. In der Hoffnung, dass dann mehr nachspawnt. Aber kein Plan. War da einer? Ich gehe mal kurz hier auf den Stein. Nee. Aber so einer ist nachgespawnt. Verdammt, trotzdem getroffen. Tschüss. So. Mal kurz hier auf den Stein gehen. Ja. Kann ja nicht schaden, um sich einen Überblick zu verschaffen. Da ist wieder ein Bogenschütze. Da ist ein Asquin. Da ist ein Asquin. Den hole ich mir hier auf den Felsen. Da. Hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Normaler, ne? Ne, mit Stern sogar. Oh. Hier haben wir noch ein bisschen Sprousen fahren. So. Hierher. So, ich gehe mal da auf meinen Sicherheitsstein natürlich. So. Dann laden wir unsere Ausdauer auf. Und wir... Stimmt, ich locke ihn mal hierher. Das hat letztes Mal gut funktioniert, als der hier stand und wir dann einfach darüber gerannt sind, ne? Ja, 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 ganz ruhig. Ich hoffe, wir schaffen es. Ich mache mal Türen, warum auch nicht. Und... Zack. Nee, 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 bleib mal hier. Er will dann immer abhauen, ne? Ich laufe mal jetzt rüber. So. Rein mit dir. Released. So. Die bekämpfen sich ja Gott sei Dank nicht, weil sie von der gleichen Art sind. Und wenn ich das hier reinschmeiße, kannst du das dann fressen? Bitte ja. Ich glaube, ich muss außer Reichweite sein. Doch, da kommen Herzchen hoch. Das heißt, er hat es gefressen, oder? Ich dachte gerade, was nährt sich hier, aber das war nur der Schatten. Hat der gefressen oder nicht? Na, Ahnung, ich glaube, ich bin zu dicht dran. Ich gehe mal wieder an unsere Position, an der ich vorher war. Und dann warten wir nochmal, bin ich ganz ehrlich. Und dann warten wir hier so lange, bis ich 2 Eggs habe. Und, ach ja, Knochen. Gott sei Dank, das hält noch. Bis ich 2 Eggs habe, und zwar einer, wenn nicht sogar 2. 2 Sterne, Eggs. Aber ja, ne? Da kommen Herzchen hoch. Das heißt, es funktioniert. Ist doch der richtige. Ich guck mal. Ja, der lilane hat keine Herzchen. Der hat Herzchen. Gut. Ja, dann hinsetzen. Und warten. Sehr gut. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, ich glaube, das war's. Es kam zwar kein Text, aber es kam ein Haufen Herzchen hoch. Ich guck mal kurz nach. Baller mir mal hier das Food. Jetzt kam schon wieder Herzchen hoch. Oh. Ah, Moment. Vielleicht ist er doch noch nicht fertig. Doch. Ja. Sehr gut. Zahm, fröhlich. Und du, kannst du auch was essen? Die sind hier ein bisschen zu dicht beieinander, ne? Ja, sie sind aber beide zahm und fröhlich. Also sie produzieren... Ich mache hier, glaube ich, die Höhle mal ein bisschen größer. Ich habe natürlich Angst, sie dabei zu verletzen. Ich versuche mal hier so vorsichtig...
bisschen größer zu buddeln. So. So. Ich glaube, das sollte reichen. Und dann baue ich das hier mal dicht, oder? Was ist denn mit denen? Der will abhauen, ne? Weil Tag ist, glaube ich. Aber da wird gerade schon ordentlich produziert, ja. Das sieht auch ganz danach aus. Das war das Männchen. Keine Ahnung. Warte mal, ich schiebe den mal kurz so beiseite, damit die nicht so aufeinander sind. Das glaube ich, aber egal, ne? Die müssen ja nur beieinander sein, glaube ich. Oh, das sieht voll cool aus mit dieser violetten Haut. Ich habe aber ein bisschen Angst, dass hier irgendwie gleich ein Blob kommt und dann da reinjumpt. Aber also soll ich es dicht machen? Lieber ja, oder? Ich mache es lieber dicht. Dann produzieren die da unten und dann mache ich es wieder auf. Würde ich sagen. Ich mach mal so. So. Oh, das kostet ja 6. Stimmt. Das ist ja viel zu teuer dann, ne? Ja, so viel zu dem Thema. Komm, ich lasse es bleiben. Wir bewachen das sowieso. Und das Einzige, was gefährlich werden könnte, wäre tatsächlich... Warte mal, Strauß... Ja doch, sie sind beide zahm und fröhlich. Ich weiß nicht genau, wie lange das dauert, bis die Äggs gelegen haben. Aber ich bin ganz ehrlich, ich will eigentlich jetzt ganz gerne warten, bis wir ein 2-Sterne-Ei haben. Gerne 2. Aber ein 2-Sterne-Ei und ein 1-Sterne-Ei mindestens. Oder eigentlich ist es völlig egal. Hauptsache ein 2-Sterne-Ei. Weil das können wir durchs Portal transportieren, nämlich. Könnt ihr mal bitte weiter Babys produzieren. Zahmfröhlich. Zahmfröhlich. Weil hier wird nicht mehr gewürfelt, ne? Irgendwie. Da liegt ein Ei! Da liegt ein Ei, oder? Asquin Ei 2! Ja! Das ist doch ein Stufe 2. Qualität 2. Qualität 0. Also wenn hier eine 0 ist, dann ist es, glaube ich, ohne Sterne. Oder ist 2 mit einem Stern? Also Stufe 1 ist 0... Nee, die 2 steht, glaube ich, für die Anzahl der Sterne. Gut, dann produziert mal weiter, bitte. Und ich gehe hier mal raus. Falls ein Feind kommt, ne? Wie ich meine, ein Lava-Blob, dass der nicht auf mich Agro hat und dann haben wir den Salat. Ich stelle mich schön wieder da oben hin und warte, dass sie jetzt noch ein paar Askbin-Eier legen. Komm schon. Also das hat immer eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, ne? Basierend darauf, wie die Eltern sind. Also wenn es ein 2-Sterne ist und ein 1-Stern, dann kann halt entweder 2 oder 1-Stern Ei rauskommen. Ist klar, ne? Und wenn es halt 2-Sterne wäre und 0, dann kann jede Art von Ei rauskommen. Ich glaube aber, Sterne sind sozusagen in der Vererbung dominant. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass die höhere Qualität rauskommt, glaube ich. Ich meine, sowas habe ich gelesen, aber ich weiß es nicht genau. Eigentlich will ich doch ganz gerne hier unten stehen. Ja, da. Produziert! Ich will nur noch ein einziges Ei. Nur noch ein einziges. Komm schon. Da müssen wir nie wieder in die Ashlands. Ah, doch, müssen wir schon, ne? Für so... Hier, wie heißt es denn? Pilze und so ein Stuff. Aber wir haben auf jeden Fall alle To-Dos in den... Ashlands durch. Natürlich bis auf den Boss, ne? Aber der Boss kommt später. Das habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht. So, ihr seid doch aber beide fröhlich, ne? Ja, das ist das Wichtigste. So, dann würfel mal. Oder bin ich zu dicht dran? Ich gehe mal ein Stück weg. Ich müsste doch eigentlich egal sein, oder nicht? Haben die gerade gegrunzt wie ein Schwein? Finde ich ja irgendwie cute. Sollen die so eine Art Schweineersatz sein? Ich glaube ja nicht, oder? Es gibt doch schon Schweine. Also Wildschweine halt. Das sind zwar keine Hausschweine, aber kein Plan. So, mach mal hinne bitte. Wie viel ist hier eigentlich noch drin? Ach, 8. Das hält ja übel viel aus. Sehr gut. Oh, das freut mich voll. Das geht ja hier Schlag auf Schlag. Also schon klar. Das ist jetzt natürlich... Ich habe so viel vorgespult. Das bedeutet, es werden wahrscheinlich sehr wenige Folgen sein für so viel Aufnahme. Ne? Sozusagen. Ich verstehe schon. Aber da... Hat sich ja trotzdem übel gelohnt.
Das ist ein neues Ei. Komm schon. Zwei. Nee. Da. Das ist nämlich, ne? Das ist, was ich meine. Der hat zwei Sterne. Dann haben wir ein Ein-Sterne- und ein Zwei-Sterne-Ding. Soll ich warten, bis wir noch ein zweites Zwei-Sterne-Ding haben? Und dann lasse ich die Low-Quality direkt einfach weg? Ja, oder? Und theoretisch müssten wir dann eigentlich auch noch den Zuchtturm erweitern. Aber erst einmal würde ich, glaube ich, die Züchtung konventionell machen. Ich gehe mal wieder ein Stück weg. Ich habe das Gefühl, wenn wir zu dicht daneben sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit reduziert. Macht ja sogar irgendwo in Anführungsstrichen Sinn, dass sie, ne, wenn du daneben stehst, wollen sie nicht. Verstehst du, was ich meine? Macht ja irgendwo Sinn. Das ist in Tierreich ja tatsächlich so. Habe ich mal ein Video gesehen. Da waren gerade zwei Hunde beschäftigt. Und ein Typ kommt mit, ne, dann hat er aber komische Geräusche gemacht. Und der Typ sagt sich, ja, es geht nah ab. Kommt mit der Kamera um die Ecke. Das Männchen sieht das und bellt sofort den Typen an, der die beobachtet hat. Also hat sich voll ablenken lassen. Hat ihn wohl gestört. Fand ich sehr interessant. Ist ja eigentlich auch logisch, dass es im Tierreich genauso ist. Aber da dachte ich mir so, finde ich sehr faszinierend, dass der Hund sich in Anführungsstrichen schämt. Wisst ihr, was ich meine? Sich genauso schämt, wie ein Mensch sich schämen würde. Das fand ich sehr interessant, ehrlich gesagt. So, könnt ihr mal bitte hinne machen? Ich gucke auch nicht hin. So, ich gucke nach da, okay? Nein, ich gucke da hin. Da, ne? Und schon geht's aufeinander los. Ist ja gut, ist ja gut. Los, macht hinne. Noch ein weiteres hiervon, wa? Asquin Egg. Oh, voll geil. Voll geil! Wir haben Asquin Eier. Aber irgendwie produzieren sie nicht mehr. Warum nicht? Das verstehe ich nicht so ganz. Ich gehe nochmal kurz runter, um zu checken, ob die beide fröhlich sind. Sind sie? Hier ist ja ein Ei. Ah. Alles klar. Ich dachte, das wäre das Straußenfahren. Ich schmeiße das mal in die Mitte. Ist aber, glaube ich, egal. Weil die haben ja, sind ja beide permanent, oh. Sind ja beide permanent, fröhlich, ne? Das ist ja das einzig Wichtige. Ich will es trotzdem hier so zentraler reinschmeißen. So. Und dann gehe ich nochmal nach oben. Ja, komm. Wir warten noch auf noch ein 3-Sterne-Ei, ne? Also Qualität 3, meine ich. 2-Sterne-Ei sozusagen. Finde ich sehr verwirrend. Hätten sie doch eine 0 draus machen können. Also, dass das sozusagen sinnbildlich ist für die Sterne. Obwohl, andererseits, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, Qualität 1, 2, 3 zu machen, macht auch Sinn. Ja, nee, beides hat seine Berechtigung. Fällt mir gerade so ein.